Halli, hallo, hallöchen, wie ich bin wieder Alice22, sind auf der Zilonka und noch am Drillen. Saatgut einbringen. Wir haben jetzt noch ein Feld und dann haben wir alle unsere Felder bestellt. Da müssen wir nur noch gucken, damit es alles wächst und gedeiht. So, wir haben jetzt hier noch Pastinaken drauf gemacht. Und jetzt haben wir noch ein Feld, wo wir noch Pastinaken drauf machen. Und dann haben wir erstmal soweit alles geschafft. Dann heißt es Düngen, Unkraut bekämpfen und so weiter. So, da haben wir das Saatgut drauf. Den schicken wir mal hier hinterher. Und jetzt fahren wir zum nächsten Destination. So, der Zetor sollte da schon mit der Dampffräse am Arbeiten sein. Da haben wir ja das letzte Mal darüber gefahren und jetzt ziehen wir da noch ein paar so Pastinaken rein. Und dann hoffen wir, damit es wächst. Wir haben gesehen, damit das Kartoffelfeld schon komplett mit Unkraut voll ist. So, langsam fängt wieder alles an zu blühen und zu gedeihen hier. April, boah, wird auch Zeit. So, hier das zweite Feld, das ist das Kartoffelfeld, das sieht vom Weiten ganz gut aus, von Dichten sieht es nicht so gut aus mit den Kartoffeln. So, eigentlich war ich hier mir nicht so sicher, wie rum wir die Dämme machen sollen. Aber die werden zum Schluss ganz schön kurz und wir müssen ganz schön viel wenden. So, ist jetzt echt schon wieder die Frage. Wir können einmal so, dann gibt es hier aber auch
kurze Bahn und längere Bahn. Oder so wie er jetzt die Dämme macht. So, wenn ich sie so mache, ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Jetzt haben wir da schon einen Haufen Arbeit reingesteckt, aber jetzt. Der fährt dann natürlich nicht mehr weiter. So ist es, glaube ich, für die Ernte nachher am besten, damit wir da so wenig wie möglich wenden müssen. So, hier geht es ein bisschen bergab, da läuft es schneller. Jetzt können wir dann auch gleich den anderen da starten.
So. Verrücktes Gerät, so eine Dampfriese. Wir haben hier noch einiges zu fließen in der Dampfriese, aber offensichtlich haben wir auch noch einiges zu tun. Ich denke, wir schauen mal beim Hof vorbei. Und hier dann ist wieder die Kugel. Und zwar haben wir da falsche Karte. So, unseren neuen Trigger. So, hallo. Jetzt habe ich gedacht, der will gar nicht einspringen. So, wir haben noch ein Feld zum Düngen. Tippitoppi. Ganz schön wirklich schön das Getreide.
Das sieht gut aus. Jetzt steigen wir noch in den John Deere. So, da wollen wir noch Wasser holen. Fürs Gewächshaus. Das ist das einzige, wo wir da in den Kern noch ein bisschen Geld reinbekommen hier. Für unsere kleine Farm und so weiter. So, und für 4000 könnte ich das Ding hier dem Händler geben, weil ich glaube, wir können hier noch ein paar gute Dienste leisten, bevor ich ihn weggebe. Halten wir noch einfach. Für dumme. So, da sieht man nur eine Rauchschwade aufsteigen hier. Ah, der Eicher. Ich glaube, das ist erstmal nicht so schlecht. Da brauchen wir wahrscheinlich als nächstes mal ein bisschen Saatgut. So, muss ich noch einen Spanngurt drum machen. So, jetzt denn. Aber noch ein paar Konserven. So.
So, und ich würde sagen, die bringen wir mal zum... nicht zur Suppenfabrik. Zum... Bauernmarkt. Und wir nehmen uns den Eicher. So. Der ist jetzt hier fertig. Gucken, 100% gedüngt. Okay, Ertragsbonus 100% im Wachstum. Das sieht nicht schlecht aus. So, komm schon. So, tipptopp. So wie ich gehört habe, sieht es bei den Kartoffeln nämlich nicht so gut aus. So, dann höre ich bei den Kartoffeln mal mit der Chemokeule drüber, würde ich sagen. Nicht gesagt, wir machen hier Bio. Wir haben gesagt, wir schauen, damit wir hier das Monopol haben. So. So, ich glaube, ich habe noch hier so ein bisschen Gift. Kann ich jetzt sehen, ist voll, okay. So, da fährt dahin der kleine Eicher zum Kartoffelfeld. Super Sache.
Okay. Habe ich gar nicht mehr in Erinnerung gehabt, damit ich so cozy ist. So. Somit töten wir das ganze Unkraut, was dazwischen steht. In der Zeit können wir eigentlich zum Bauernmarkt. So, knapp 10.000 verdient mit ein paar Konserven, das ist nicht schlecht. So, aber ich sag erstmal danke fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao ciao.